sonst nicht schön reden kann. Ich habe mich eh schon vorgestellt. Ich bin Betriebsrätin beim Verein Lok seit ein paar Jahren und wir haben uns irgendwie an den Demos und an den Streiks heuer beteiligt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man sieht, dass im Sozialbereich in den letzten Jahren und auch im Gesundheitsbereich total viel an Mobilisierung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wo ich mich... Und diese Mobilisierung hat irgendwie begonnen bei kleineren Demos, die sind immer größer geworden, bis hin zu Streiks. Ich glaube, der Sozialbereich hat die meisten Streiktage in Österreich überhaupt in den letzten Jahren. Und das ist nur deswegen möglich, weil es Basisinitiativen gegeben hat, Betriebsrätinnen und Streikkomitees, die sich vernetzt haben und die diese Demos organisiert haben, unseren Protest sichtbar gemacht haben und dann auf die Straße getragen haben. Mit dem Dreijahresabschluss, der jetzt heuer stattgefunden hat, ist irgendwie ganz klar, dass die Gewerkschaftsführung und die Apparate da versuchen, eben diesen Prozess dieser zunehmenden Selbstorganisierung und auch der Streikfähigkeit wieder zu unterbrechen. Und dass das irgendwie kein Einzelfall ist, sieht man auch, wenn man sich irgendwie den heurigen Abschluss der Metallerinnen anschaut. Weil, keine Ahnung, nach wenigen Stunden Verhandeln, wenn das überhaupt Verhandeln ist, abzuschließen, da ist irgendwie kein demokratischer Prozess mehr vorhanden. Und das zeigt irgendwie, dass die Gewerkschaftsführung einfach nur die Strategie hat, auf die Sozialpartnerschaft zu setzen, irgendwie Ruhe und Frieden mit den Betrieben und mit der Regierung herzustellen, aber keine Antworten haben, irgendwie, was man gegen Massenentlassungen und was man gegen Arbeitsverdichtungen eigentlich tun soll. Also die Führung hat dazu einfach keinen Plan. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen diesen Plan haben, wir müssen dagegen Widerstand leisten, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen uns organisieren. In diese Richtung irgendwie, dass man nicht mehr wartet, bis einem was erlaubt wird, sondern einfach tut, haben auch schon stattgefunden. Wir haben in über 10 Betrieben, glaube ich, in Wien nach diesem KV-Abschluss Urabstimmungen durchgeführt, wo wir die Beschäftigten gefragt haben, was sie von diesem Abschluss halten. Und die große Mehrheit, wirklich die überwältigend große Mehrheit, hat sich dagegen ausgesprochen. Und das zeigt irgendwie, dass wir am besten wissen, irgendwie, was wir wollen und dass es nicht irgendwie die Gewerkschaftsführung sind und auch nicht die Leute, die in dem Verhandlungsteam sitzen oder zumindest nicht alle davon. Was wir brauchen, ist eine organisierte Gewerkschaftsopposition, die es einfach schafft, dieser sozialpartnerschaftlichen Führung, dieser Führung, die nur auf Sozialpartnerschaft setzt, einfach einen zweiten handlungsfähigen Pol entgegensetzt, der wirklich die Interessen der Basis vertritt und für diese kämpft. Jetzt mitten in dieser Corona-Krise und was total oft auch irgendwie untergeht, ist, dass extrem viele Sachen sowohl im Pflege-, aber auch im Betreuungsbereich irgendwie versucht werden, zurück in den privaten Bereich zu drängen. Dass irgendwie das zu Hause unterrichtet wird, dass mehr zu Hause gepflegt wird, dass Leute nicht mehr in Einrichtungen sind, sondern irgendwie zu Hause betreut werden, das nimmt immer mehr zu. Und man nimmt irgendwie diese Corona-Pandemie dazu als Vorwand, aber gegen das gilt es sich genauso zu richten. Und da reicht es auch nicht, dass man sagt, man möchte diese Arbeit zu Hause irgendwie bezahlen. Das ist komplett in die falsche Richtung. Das ist irgendwie in der Frage der Frauenemanzipation 100 Jahre zurück. Mit sowas irgendwie ein völlig reaktionäres Frauen- und Familienbild erst recht nur wieder weiter ein. Und das kann irgendwie nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel muss es sein, irgendwie, ja, wir fordern mehr Geld und wir treten irgendwie ein gegen Profitmacherei im Gesundheits- und Sozialbereich, gegen Ausgliederungen, gegen private Firmen, aber auch gegen die Vereine und auch dagegen, dass wir das alles wieder zurück nach Hause transferieren. Was wir brauchen, ist ein qualitätsvolles öffentliches Gesundheits- und Sozialsystem unter der Kontrolle der Beschäftigten. Danke. Ja.